Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch eine weiße und dunkle Mousse und Schokolade gemischt. Die Filme habe ich schon extra hochgeladen, die weiße und die dunkle. Jetzt stellen wir das einfach nur zusammen, was man daraus noch machen kann. Das wird auch nur ein Kurzfilm. Nur die Möglichkeiten, das ist das, was ich euch zeigen möchte. Die Basic habt ihr. Für die Mousse und Schokolade habe ich hier ein paar Zitronenfrüchte. Ein paar Beeren und ein paar Himbeeren. Einen Teil nehme ich mir raus. Nachher so ein bisschen für die Garnitur, aber das ist auch zu viel. Und den Rest habe ich hier mit nur ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Vanille. Das koche ich mir ein, sodass die Flüssigkeit komplett weg ist oder so gut weg ist. Weil ich will das auch nicht mehr binden oder gar nichts. Dann püriere ich das klein und dann kommt das durch Sieb, kommt das nachher in so ein Fläschchen rein. Und mache mir ein paar Striche, Punkte oder ein bisschen Dolbe, was, irgendwas. Ist nur so eine kleine Variante, um das auszugarnieren, schön zu machen, wenn ihr Gäste habt oder so zu Hause. Normal würde ich auch frische Früchte nehmen und das damit alles schön machen. Vielleicht sogar noch im Sommer, wenn du eine Erdbeere hast, die nochmal in Schokolade tunken und auch nochmal mit drauf. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich habe ja nun mal nicht jeden Tag frische Früchte zu Hause und ich will das auch nicht wegwerfen. Also habe ich immer mal ein paar TK-Sachen. Das ist zwar dann nicht so effektvoll, aber eine relativ günstige Variante. Und man hat dann noch 1, 2, 3 andere Farben im Spiel. Schön wäre dann noch, wenn ihr noch ein bisschen so der Minze hättet zum Ausgarnieren. Habe ich natürlich auch nicht. Aber das ist auch nicht Sinn, das was ich hier verkörper. Ich verkörper ja die Basic. Und die Basic, wenn ihr die habt, den Rest macht ihr schon alleine. Da bin ich mir doch sowas von sicher. Ah ja, und dann noch eins, ne? Wie immer, ne? Ich gewöhne mich ja langsam dran. Wenn euch das gefällt, ne? Abonniert ruhig den Kanal, kostenlos. Wenn die Glocke kommt, da oben, ne? Dann klickt auf die Glocke, dann bekommt ihr immer den neuesten Film. Und dann haben wir noch dazu gesagt, ich mache das hier just for fun. Ich versuche immer ein, zwei der Filme die Woche, weil mir das auch Spaß bringt, ne? Und ein bisschen essen muss ich hier auch. Und den. Aber kann auch mal sein, dass man noch, wenn nur einer die Woche kommt, ne, also kein Stress hier, ne. Gut, okay, das ist jetzt fertig. Das stellen wir aus. Das mache ich mir jetzt hier rein. Ihr könnt sehen, wie cremig das ist. Alles mitnehmen. So, jetzt nehme ich mir den Zauberstab und dahin machen wir den hier rein. Das haben wir uns jetzt schön klein gemacht. So, und jetzt gibt es zwei Sachen, dass wir, da sind ja von den Himbeeren und so immer noch so kleine Stücke drin. Wenn euch das nicht stört, lasst ihr das einfach so. Ist ja nichts Schlechtes, ne? Ist auch Geschmack. Aber wenn man zum Beispiel im Restaurant ist, dann macht man das einfach durch Sieb, damit man die feinen Körner nicht hat. Und dann hat man nur das reine Mark. Am besten nehmt ihr so einen Schlesiger oder Teigschaber, wie immer ihr das nennen möchtet. Und macht das durch Sieb. Geschmacklich, wie gesagt, müsst ihr auch wieder sehen, möchte ein bisschen mehr Zucker da rein haben oder ein bisschen mehr Vanille oder ein bisschen mehr Zitrone oder ihr könnt auch Minze mitzumachen oder auch solche Sachen wie Kardamom oder Zimt, hatte ich gesagt, ja, Zimt. Also, Möglichkeiten gibt es genug. So, das habe ich jetzt. Ihr seht hier, die ganzen Körner sind drin. Das wäre jetzt die feine Variante. Ach ja, hatte ich eben vergessen, darauf hinzuweisen. Wenn ihr das durch Sieb streicht, unter dem Sieb ist auch immer noch was. Ne? Also, dass ihr das mit unterm Sieb abstreicht. Und zwar eben durchgestrichen und was hier drunter ist, auch noch abstreichen. Hatte ich eben zu meiner Schande vergessen zu machen.
Wally? Ja, wahrscheinlich durch die Filmerei. Sonst denke ich ja nicht an sowas. So, jetzt nehmen wir die Buddel. Ihr braucht das jetzt hier auch noch nicht mehr. Auch wenn sich da ein bisschen absetzt, aber das macht nichts. So, und jetzt lasst ihr das hier durchlaufen. Oder lasst es einfach hier im Topf und macht das mit einem Löffel drauf, wie auch immer. Das ist jetzt nur mal so eine Variante noch. Das kommt dann nachher noch alles zum Mousse und Schokolade. So, das kommt dann in den Kühlschrank. Und dann haben wir was zum Spielen. Und jetzt spritze ich hier noch meine Mousse und Schokolade rein. Und zwar so viel, dass ich dann da nachher noch die weiße zu machen kann. Also dass wir dann ein... So, da kommt nachher noch die weiße Mousse und Schokolade rein. Und dann haben wir den Effekt, den ich nachher haben wollte. Weiße und dunkle Mousse und Schokolade zusammen. So, hier kommt dann nochmal ein Teil von Mousse und Schokolade rein. Das wird dann auch gemischt. So, die schwarze Mousse hatte ich gestern gemacht. Die weiße Mousse habt ihr jetzt gerade gesehen. Und jetzt füllen wir uns das hier in den anderen Gläsern rein, dass wir dann solch eine gemischte haben. Und die müssen wir dann auch nochmal kalt stellen. Und zwar muss das dann so ein bisschen... Voilà. Hier auch noch ein bisschen. So, und dann machen wir jetzt hier noch in der Schüssel was drauf. Und das stecken wir nachher dann einfach mal aus. Dann haben wir jetzt genug Mousse und Schokolade. Ich will das noch mal ein bisschen, mache ich nicht hier, aber dass ihr das so ein bisschen, aber natürlich, damit das glatt wird. Ihr könnt das auch glatt streichen mit einer Palette. Dann habe ich nachher zu viel Schmierkram da drin und das würde ich nicht. So, jetzt habt ihr zwei verschiedene Farben. Dass man das dann so erkennen kann. Und das ist das, was man zum Beispiel aus einer Mousse in Schokolade machen kann. Jetzt wollen wir die Mousse in Schokolade nochmal anrichten. Die ist jetzt ausgekühlt. Ich hatte sie jetzt 3 Stunden nochmal drinne. Dafür muss ich jetzt richtig einmal rein und hier wieder raus. Und das machen wir nochmal. So, hier haben wir jetzt 2 verschiedene Mousse und Schokolade. Da packen wir jetzt noch ein paar Früchte hin. Einfach so rauf. Normal jetzt noch was Grünes und vielleicht noch ein paar Brombeerfrüchte. Aber was wir hier dann machen können, hier können wir noch mal von dem Fruchtsaft noch was machen. Oder noch mal von dem Mark. Und wenn wir jetzt noch ein paar Dings hätten, ein paar Minzblätter, das wäre dann toll. Aber habe ich leider nicht da.
So, das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal. Setzen wir eine Frucht drauf. So Freunde, das ist jetzt meine weiße und dunkle Schokolade gemischt. Dazu ein paar Waldfrüchte, bisschen Himbeermark oder Waldfruchtmark oder Bärenmark, wie auch immer. Und eine Vanillesoße. Jo, ich kann nur sagen, ne, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel. Und tschüss. Und ich werde mir das jetzt reinpfeifen.